Ja, grüß euch, servus, Leidl. Ja, die Tech-Bubble-Korrektur, ja, so wie sie auch von einem Hans Benneker schon mehrere Wochen lang immer wieder vorausgesagt wurde, deswegen, ja, überrascht uns das hoffentlich nicht oder diejenigen, die sich einigermaßen da informiert haben, dass sich letztendlich diese immense Steigerung der sogenannten Fun-Aktien und Co. ja, letztendlich ein bisschen wieder normalisiert und sich in einem, sagen wir mal, in ein kleines Rücksetzerniveau verwandelt. Und bei meinem schönen hier, bei diesem schönen proaktiven Chart-Tool hier kann man nämlich eine ganz tolle Benchmark hier mal ranmachen. Und ich habe hier die Amazon-Aktie, dann kann man hier die Apple suchen. Ja, die Apple-Aktie. Ja, wo ist die denn hier? Da ist sie ja. Und hier mal als Benchmark drüber legen. Und das Ganze mal nur in einem Monat, weil die Korrektur ja noch nicht so lange begonnen. So, nochmal 3 Monate. Und dann machen wir noch eine Benchmark. Ah, was gibt es noch Schönes? Ja, Wichtiges. Die Tesla. Ja, die da sollte auf gar keinen Fall fehlen. Die Tesla-Aktie. Und wir sehen natürlich, dass die mehr oder weniger alle ja, sich in einer kleinen Korrektur befinden. Teilweise 10-20% gefallen sind. Und da könnte man jetzt noch mal, noch ein paar mehr daran machen. Und in diesem Moment bietet sich natürlich an, dass man sich einen was, ja, natürlich einen sozusagen Abstauberlimits ins Depot rein setzt, ins Depot reinlegt und Gesetz im Fall natürlich, man hat entsprechend vorgesorgt und ein bisschen fleißig gespart, hier und da mal einen Euro und dann kann man sowas auch machen. Was man natürlich auch noch machen kann, was ich auch gemacht habe, ich habe jetzt nochmal ein neues Konto eröffnet bei der Trade Republic. Habe ich vor ein paar Stunden ein Video gemacht, aber da ist leider der Ton abgesoffen, weil die Batterie wieder zu schwach war. Ja, 100 Billionen, 1000 Sachen muss man hier beachten und man hat nicht mal am Sonntag wirklich seine Ruhe, wenn man da noch ein paar Videos machen muss. Also artet der Sonntag dann auch noch in Arbeit aus. Es ist einfach, ja, manchmal macht das Videodrehen Spaß, aber manchmal ja, es ist wirklich teilweise sehr viel Arbeit für, ja, ich weiß nicht was, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich für meinen Teil werde hier Sparpläne machen für insgesamt 10, nicht weniger als 10 Tech-Aktien. Und die werden alle am 3. März 2021 werden die starten, jeweils mit 50 Euro. Und das Ganze geht dann auf ein Konto von meiner Nichte. Na, die ist letzte Woche 18 Jahre alt geworden. Und so gesehen ist das auch eine feine Sache. Und ja, auf jeden Fall ist es auch so, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ob ich nicht vielleicht, abgesehen von diesen großen Tech-Aktien, vielleicht mir noch ein Portfolio machen soll mit sogenannten so Mid-Cap-Techs. Ja? Denn es gibt ja viele Aktien oder sagen wir jetzt auch Firmen, die da jetzt kommen werden im Bereich Machine Learning, Artificial Intelligence, also Technologie auf der einen Seite und dann Energie auf der anderen Seite. Und da gibt es natürlich auch eine Verlinkung. Ja? Also das beste Beispiel ist Tesla. Aber es gibt ja Unmengen von kleineren Firmen, wie zum Beispiel die Lithiumhersteller, dann Softwarehersteller, dies, das, jenes, ja? Wo unfassbar viel Potenzial drin steckt. Und man kann sich das vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen. Meiner Meinung nach machen viele auch den Fehler, dass sie immer so in die Vergangenheit schauen, besonders ältere Börsianer und Experten, die sagen, naja, in den letzten 40, 50 Jahren ist es immer so und so und so und so gewesen und vieles wiederholt sich oder ähnlich. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass wir in einem komplett neuen vor einem komplett neuen Zeitalter stehen. Also da kommen Quantengeschichten, das dauert vielleicht noch ein bisschen länger, aber es kommen selbstfahrende Autos, das dauert nicht mehr so lange. Ja. Gibt es sogar schon, ja, teilweise in China und so weiter. Wir bekommen eine komplette, also wirklich eine komplette Energierevolution. Ja.
mit Wasserstoffaktien, mit Energieaktien, Lithiumaktien. Tesla ist dahin nur die Spitze des Eisbergs. Ja, wenn man sich mal bedenkt, also Tesla ist irgendwie in 2 Tagen 20% gefallen. Das war ein größeres Volumen als wie der komplette DAX, soweit ich weiß. Ja, also das waren irgendwie so 350 Milliarden Euro oder Dollar oder sowas. Da wird es natürlich sehr interessant. Also wir haben da so Aktien, habe ich jetzt da teilweise im Portfolio, wie soll ich sagen, wie heißen die da, der ganze Schmarrn da. NIO zum Beispiel, ja, Nel haben wir schon seit längerem. Dann haben wir da eine Zaptec, ja, eine Weichei-Power, ja, ein Tilray, okay, das ist ein bisschen was anderes, da geht es eher um Nahrungsmittel oder so mal Medizin. Aber das sind halt so kleine, da macht es ja wirklich Spaß, weil da sind die Schwankungen auch sehr groß und macht man halt mit kleinen Beträgen. Aber eine dieser Aktien könnte natürlich dann auch die nächste, wie soll ich sagen, die nächste große Fun-Aktie sein. Ne? Denn die 5 Fun-Aktien, die wir jetzt hier so haben, ja, die sind natürlich auch dynamisch. Ne? Die können sich mal zu 6 Fun-Aktien erweitern, die können mal schrumpfen. Ich glaube aber eher daran, dass sie sich erweitern, dass wir sagen wir mal in 5 oder 10 Jahren vielleicht 7 oder 8 oder 10 Fun-Aktien haben. Also nicht nur Tesla, Amazon, Apple und Google, sondern vielleicht dann noch, wer weiß, ja, eine Weichei oder sonst irgendwas, ja. Und von daher sind es teilweise Aktien, die aktuell irgendwie, ja, irgendwie so 2, 3 Euro kosten. Und ja, es gab auch mal eine Zeit, da hat eine Amazon 2, 3 Euro gekostet, ja. Und das ist natürlich hochspannend, wenn man da einfach mal, sagen wir mal, 1000 oder 2000 Euro investiert, ja. Und die einfach mal für 5 Jahre hält. Ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein. Ich freue mich wieder, wenn ihr wieder dabei seid. Es das heißt Mission Million.